Hallo zusammen, herzlich willkommen an euch und an dich, Thomas Jammers, den wir heute im Café Campanile begrüßen wollen. Ja, hallo. Autor aus Wipperfürth, der ältesten Stadt im oberbergischen Land und eine wirklich schöne Stadt, die hier und da durchaus blutrünstig ist. Wie wir jetzt mit deinem Erstlingswerk, Die Tote aus dem Adventskalender, feststellen können. Thomas, vielleicht kannst du uns kurz was erzählen zum Buch. Ja, also sicher kann ich gerne was zum Buch erzählen, wirklich aber nur kurz. Es geht sich darum, dass der Protagonist, Sam Schibulski, wieder zurück nach Wipperfürth findet, wo er früher mal als Kind gewohnt hat. Und er möchte eigentlich wieder auf sich selber kommen, sich selber finden und gerät dabei in Irrungen und Wirrungen, sage ich mal, die bei seinem Klassentreffen anfangen, wozu es aber im Endeffekt nicht kommt, weil eben diese Tote aus dem Adventskalender stürzt. Jeder, der das Wipperfürther Rathaus kennt, weiß, dass das an Weihnachten wunderbar geschmückt ist. Und wie es der Zufall so will, er war damit verabredet mit dieser Toten scheinbar und auf einmal findet er sich halt in, wie gesagt, Irrungen und Wirrungen wieder, die er so nicht gewollt hat. Und er muss also feststellen, dass das kleine, beschauliche Wipperfürth scheinbar doch nicht so klein und beschaulich geblieben ist, wie er es in Erinnerung hat. Nun ist dein Buch vor Weihnachten erschienen, also eigentlich in einer Zeit, die heimelig und gemütlich ist und ja weit weg von jedem Unbilden der Welt, meint man, sich für einige Tage flüchten zu können. Wie waren die Reaktionen? Du warst jetzt schon auf zwei Lesungen mit deinem Buch unterwegs. Ja, also die Lesungen haben eine sehr gute Resonanz gefunden, was mich sehr freut, worüber ich etwas erstaunt war, weil mich die Leute eigentlich so nicht kennen. Aber sie haben mich eines Besseren belehrt, scheinbar kannte man mich doch, also sie waren wirklich gut besucht, die Lesungen. Und es ist kein so blutrünstiger Roman, sage ich mal, sondern er ist schon etwas heiter gestaltet. Man hat so seine Schmunzler drin und etwas zum Lachen und von daher passt er schon noch durchaus in die Weihnachtszeit und eignet sich natürlich hervorragend auch noch für ein schnelles Weihnachtsgeschenk oder so, wenn einem mal was nicht einfällt oder so. Ja, also ich freue mich sehr. Ich bin gespannt auf das, was ich noch zu lesen bekomme. Ich will dir ganz herzlich danken, dass du heute hier warst und würde dir auch gerne jetzt zum Abschluss das letzte Wort lassen. Ja, vielen Dank, liebe Anne Fitsch. Ich würde mich gern bedanken wollen bei all den Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, bei allen Lesern, bei allen, die es schon gekauft haben, aber auch bei allen Leuten, die das E-Book schon geholt haben und wünsche Ihnen eine frohe und besinnliche Weihnacht. Und ich würde sagen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie Sam Schibulski, dem Protagonisten des Romans, gewogen und mir, das wäre auch sehr nett. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Jahr doch bei anderen Romanen gerne wieder und bei anderen Lesungen. Dankeschön. Bitte sehr.